Herzlich willkommen zu Nano. Man hätte ja eigentlich denken können, dass der kommende Atomausstieg für Bündnis 90 Die Grünen ein Fest werden würde. Stattdessen wurde gestritten auf ihrem Sonderparteitag in Berlin. Es wurde erbittert um 5 Jahre gestritten darüber, ob man nun dem Atomausstieg 2022 zustimmen oder schon 2017 aussteigen müsse. Die Sorgen der Grünen möchte man haben. Derweil tritt das RWI, das Rheinisch-Westfälische Forschung, auf die Bremse. Es mache keinen Sinn, mit dem Ausbau der regenerativen Stromerzeugung fortzufahren, solange es Defizite bei den Stromnetzen und Speicherkapazitäten gebe. Das wiederum sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, anders. Deutschland sei auf einem guten Weg. Der Ausbau der regenerativen Energien müsste angetrieben werden, damit der Atomausstieg bis 2022 auch gelingen kann. Ja, was heißt das nun? Damit die Energiewende ins Rollen kommt, muss das Stromnetz so schnell wie möglich modernisiert werden. Denn die Wind- oder Sonnenenergie, die sollte ja immer dann zum Verbraucher kommen, wenn er sie braucht, möglichst verlustarm und ohne das Netz zu überlasten. Genau das ist jetzt die Herausforderung. Der Stern von Laufenburg. Eine riesige Schaltanlage für Starkstrom aus ganz Europa. Ein Viertel des gesamteuropäischen Stroms fließt über die Schweiz. Koordiniert werden die Stromflüsse hier, in der nationalen Netzleitstelle von Swissgrid. Schichtleiter Stefan Wolf überwacht auf seinen Bildschirmen, wie viel Strom gerade durch die Schweiz fließt und wie stark die Leitungen belastet sind. Italien bezieht fast 4 Gigawatt Strom. Zu viel. Die Leitungen im Tessin sind am Anschlag. Stefan Wolf telefoniert mit seinen Kollegen in Italien und weist sie an, den Stromfluss zu reduzieren. Es droht die Gefahr, dass beim kleinsten Ausfall im System die Netzsicherheit akut gefährdet ist. Solche heiklen Situationen häufen sich. Mit dem steigenden Stromverbrauch ist das Netz zunehmend überlastet. Zusätzlich sorgen die schwankenden Einspeisungen aus erneuerbaren Quellen für Probleme. An diesem Tag scheint in Deutschland die Sonne. 12 Gigawatt Solarstrom fließen ins Netz. Dies entspricht der Leistung von 12 Atomkraftwerken wie Gösgen. Obwohl der Anteil an erneuerbaren Energien im Netz insgesamt noch bescheiden ist, bringt er das System an seine Grenzen. Wegen der Alternativenergie wird es schwierig, zukünftig einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Ein Beispiel: Bei bewölktem Himmel nimmt die Leistung der Photovoltaik sprunghaft ab. Hier müssen wir regulieren, was gar nicht einfach ist. Das auszuregulieren ist sehr schwierig. Strom ist heute entgegen seinem Image dreckig. 40% stammt aus Kohlekraft. Die Stromerzeugung ist die größte CO2-Schleuder überhaupt. Mit der Vision 2020 sollen bis im Jahr 2020 diese Emissionen um 20% gesenkt werden. Das geht nur mit einer radikalen Energiewende. Gigantische Solaranlagen in Afrika oder Spanien und ebensolche Windanlagen in der Nordsee sollen die Stromproduktion ökologischer machen. Bis 2050 soll Strom aus erneuerbaren Quellen den Energiebedarf vollständig decken. Doch um die Energiewende zu schaffen, braucht es ein komplett neues Stromnetz. Allein um das Schweizer Netz für die Zukunft zu rüsten, rechnet Swissgrid-Direktor Pierre Alain Graf mit Investitionen von rund 6 Milliarden Franken. In Europa entstehen ganz neue Produktionsformen. In Europa entstehen neue Produktionsformen für Energie. Man muss sich das vorstellen. Im Norden sind es Windparks, die einer Leistung von 300 Atomkraftwerken entsprechen. Und im Süden sollen neue Solarkraftwerke entstehen. Um den Strom zu den Verbrauchern, also in die Städte, zu transportieren, brauchen wir große Netze. Das heutige Stromnetz ist nicht in der Lage, solche Strommengen zu transportieren. Die Lösung: Ein komplett neues, europaweites Netz soll die erneuerbaren Energien aus Norden und Süden über arme Höchstspannungsleitungen zu den Verbrauchszentren transportieren. Das sogenannte Supergrid. Stromautobahnen quer durch Europa. Anders als im heutigen Netz fließt in diesem Supergrid nicht Wechselstrom, sondern Gleichstrom. Den effizienten Stromtransport über tausende von Kilometern.
Die technische Herausforderung des Stromnetzes der Zukunft ist hier zu erahnen. Vor der Küste der Nordseeinsel Borkum steht der erste Offshore-Windpark, welcher nicht im seichten Wasser, sondern weit draußen im Meer steht. Um den Wechselstrom zum Festland zu bringen, musste ein riesiges Umspannwerk auf hoher See gebaut werden, welches den Wechsel in Gleichstrom wandelt. Dieser fließt mit einer Spannung von 150.000 Volt durch ein Gleichstromkabel zum 200 Kilometer entfernten Umspannwerk am Festland, wo der Strom wieder als Wechselstrom ins Netz eingespeist wird. Schon der Aufwand für ein Kabel ist gigantisch. Ein Meter wiegt 38 Kilogramm. Mit kräftigen Seilwinden wird es vorsichtig auf den Meeresgrund hinabgelassen, auf bis zu 40 Meter Tiefe. Für das Supergrid müssen Tausende von Kilometern verlegt werden. Bis 2020 will die EU 200 Milliarden Euro in den Netzausbau investieren. 45.000 Kilometer Leitungen sollen zu Wasser und zu Land erstellt oder erneuert werden. Die Schweiz könnte in diesem Netz ihre Funktion als Stromdrehscheibe ausbauen. Denn Europa ist auf Stromspeicher angewiesen, weil sich Strom in den Leitungen nicht speichern lässt. Die Schweiz hat Stromspeicher in Form von Pumpspeicherwerken. Die Funktionsweise ist einfach. Bei einem Überangebot wird Wasser mit billigem Strom zu einem höher gelegenen Speichersee gepumpt. Bei Bedarfsspitzen wird das hochgepumpte Wasser über den Druckschacht auf die Turbine geleitet und so teurer Spitzenstrom erzeugt. Bereits heute verdienen die Schweizer Energiekonzerne Milliarden mit der Pumpspeicherung. Künftig könnten die Pumpspeicherwerke die großen Schwankungen der Windparks und Solaranlagen ausgleichen. Die Energiekonzerne planen und bauen deshalb neue Pumpspeicherwerke, welche die Leistung von heute verdoppeln bis verdreifachen sollen. Doch dieses Geschäft ist nicht gratis zu haben. Um als Stromdrehscheibe zu fungieren, muss die Schweiz einen Teil des Supergrids selber bauen. Die Schweiz muss die Nord-Süd-Achse ausbauen, von Laufenburg nach Mailand. Sie muss Achsen bauen, welche die logische Fortsetzung sind von Norden nach Süden in der EU. Als Zeithorizont für die Fertigstellung gehe ich von 2018 bis 2025 aus, sehr optimistisch gerechnet. Die Schweiz hat hier in Laufenburg vor über 50 Jahren Pionierarbeit geleistet. Sie hat den Grundstein gelegt für das heutige europaweite Stromnetz. Für erneuerbare Energien entsteht jetzt ein neues Netz. Will die Schweiz ihre Funktion als Stromdrehscheibe behalten, muss sie jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Sonst droht die Pioniertat von damals zu verkommen. Zu altem Eisen. Als nächstes geht's bei uns ums Sehen.